2022 verließ Sebastian Vettel als vierfacher Weltmeister die große Formel-1-Bühne. Mick Schumacher bestritt sein bis dato letztes Rennen. Eine Rückkehr ist derzeit nicht absehbar. Der einzig verbliebene Deutsche in der Formel 1 ist ausgerechnet einer, der beim schlechtesten Team der Formel 1 fährt. Die Rede ist von Nico Hülkenberg. Doch was kommt nach? Kommt überhaupt etwas nach? Und was ist eigentlich mit Sophia Flörsch? Ralf Schumacher hat sich genau darüber, nämlich in einem Interview, oder vielmehr dazu, geäußert und kein gutes Haar an der jungen Rennfahrerin Sophia Flörsch nämlich gelassen. Über kein Talent verfüge sie, dass das in die Formel 1 reichen könnte. Für die Formel 1 reichen könnte. Die genauen Aussagen des ehemaligen Formel 1-Piloten und heutigen Formel 1-Experten jetzt bei uns in der News-Ausgabe. Ja, 2022 mussten wir schmerzvoll uns von Sebastian Vettel verabschieden und damit willkommen zu den Champ One News. Mick Schumacher bestritt in Abu Dhabi vergangenen Jahres ebenfalls sein bis dato letztes Rennen und wird vor 2025 nicht in die Formel 1 zurückkehren können. Der einzig Verbliebene seit 2023, also seit diesem Jahr, ist Nico Hülkenberg. Ausgerechnet er fährt beim schlechtesten Team, das die Formel 1 aktuell zu bieten hat. Zumindest, wenn man auf die nackten Zahlen blickt. Platz 10 in der Konstrukteurswertung, das größte Upgrade aller Zeiten, ist eher ein kompletter Fehlschuss gewesen. Das größte Upgrade entpuppte sich eigentlich nichts anderes als zu einer großen Niederlage. Bezeichnend dafür, wenn ausgerechnet auch im letzten Rennen Nico Hülkenberg mit dem alten Paket besser fährt wie Kevin Magnussen mit dem neuen Paket. Doch was ist eigentlich mit der Formel 1 in Deutschland? Was ist mit dem Nachwuchs? Ist da was im Anflug? Kann da was kommen? Es sieht aktuell ziemlich mau aus. Zwar gibt es einige Namen, die vielleicht ein wenig darauf hoffen lassen, dass sich das in den nächsten Jahren durchaus ändern könnte. Aber so auf die Schnelle wird erstmal nichts nachkommen. Viele sehen sich zwar nach einem Comeback von Sebastian Vettel, die einen und die anderen sagen, na, such dir lieber da mal eine andere Beschäftigung. Nico Hülkenberg, so gab es die Gerüchte, hätte gerne oder vielmehr wäre gerne zu einem anderen Team gewechselt, doch Haas soll es ihm verwehrt haben. Früheste Möglichkeit zu wechseln, auch für ihn erst 2025. Und da gibt es ausgerechnet auch noch eine F1 Academy. Es gibt eine Formel 3. Die Frauen sollen gezielt gefördert werden, um eines Tages in die Formel 1 tatsächlich kommen zu können. Zwei von ihnen, das ist zum einen Sophia Flörsch und Carrie Schreiner. Die eine fährt in der F1 Academy, die andere fährt in der Formel 3. Beide ziemlich erfolglos. Und vor allem gerade an einer hat Ralf Schumacher so ziemlich seinen Nacken gefressen, nämlich an Sophia Flörsch. Er hat ein vernichtendes Urteil über sie gefällt und wir wollen uns in dieser Sendung mal genau seinen Aussagen, unter anderem eben auch zu ihr, mal widmen. Vor allem kritisiert Ralf Schumacher auch Sophia Flörsch als Person, weil er durch seine Aussagen suggeriert oder überzeugt ist, dass sie sich in der Öffentlichkeit womöglich besser darstellt, als sie eigentlich in Wirklichkeit ist. Ja, doch was ist da eigentlich dran? Dazu gleich mehr. Wir wissen, in der Formel 2 zum Beispiel gibt es aktuell keinen einzig deutschen Teilnehmer. In der Formel 3 haben wir Sophia Flörsch, Oliver Goethe und Tim Dramnitz. Beide, letztgenannten, sind für Red Bull am Start, für die Red Bull Junioren. Goethe im Übrigen, eigenen Angaben zufolge übrigens verwandt mit dem berühmten Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe. Und eben auch Dramnitz sind seit diesem Jahr neue Red Bull Junioren und könnten somit also über die besten Voraussetzungen verfügen, eines Tages dann doch den Sprung auch in die Formel 1 zu schaffen. Sollten sie sich allerdings erstmal in der Formel 3 und dann auch in der Formel 2 bewähren. Ralf Schumacher allerdings befürchtet, Zitat, die zwei Fahrer, die jetzt noch kommen, sind gut, aber es werden auf weite Sicht leider erstmal die letzten sein.
Vor allem als größten Fehler bezeichnet Ralf Schumacher den Fehler, dass die Formel 3 auf nationaler Ebene de facto abgeschafft wurde. Es fehle eben eine nationale Formel 3-Serie. Denn früher, ja, die liebe Vergangenheit, da war es so, da fuhr die Formel 3-Euro-Serie noch im Rahmen der DTM. Und mit dem Formel 3 Cup gab es sogar auch noch eine ziemlich kostengünstigere Alternative, völlig abseits der Tourenwagenmeisterschaft. Das alles ist Vergangenheit, längst Vergangenheit und ist heute bekanntermaßen ganz anders. Auch das erkennt Ralf Schumacher und sagt, der deutsche Motorsport, speziell in puncto Formelsport, hat sich schon vor einigen Jahren selbst abgemeldet. Mit dem Verkauf der Formel 3 Rennen im Rahmen der DTM war natürlich ein riesiges Tor auf einmal geschlossen und Deutschland in die Unwichtigkeit verschwunden. Wir haben keine ordentlichen Kartbahnen mehr. Alle, die im Automobil- und Formelsport was werden wollen, müssen daher nach Italien. Ja, wenn man da mal auch auf Ralf Schumacher selbst blickt, sein eigener Sohn David, der ist ja auch vom Formelsport auf die Tourenwagen umgewechselt und ist in diesem Jahr, im Jahre 2023, eben auch DTM gefahren. Jedoch sieht Ralf Schumacher mit Goethe und Ramnitz durchaus eben zwei junge Deutsche, die eventuell das Zeug dafür hätten, eines Tages vielleicht es in die Formel 1 schaffen zu können. Und sagt, den zwei jungen Piloten muss man Zeit geben. Mit Tim Ramnitz kenne ich einen davon sehr gut. Er ist bei mir im Kart-Team und später in der Formel 4 gefahren. Tim ist jemand, der sicherlich Potenzial hat, aber auch immer eine Weile braucht, aber immer beachtlich und schnell war und auch Rennen gewonnen hat. Und Oliver Goethe hat im letzten Jahr stark angefangen, aber auch ein paar Rückschläge gehabt. Ja, Ramnitz selber, der war 2021 Vizemeister in der deutschen und italienischen Formel 4 Meisterschaft. In diesem Jahr, im Jahre 2023, in der Formula Regional EM, der eben auch mit Formel 3 Autos gefahren wird, Gesamtdritter. Goethe wiederum kam auf Platz 5 auf Formel 4-Ebene und den Titel und auf den Titel in der Euro Formula Open 2022 ebenfalls eine Serie mit, oder auf der mit Formel 3 Autos gefahren wird. In der Formel 3 Meisterschaft in diesem Jahr belegte er den 8. Gesamtrang mit immerhin einem Sieg und einem zweiten Rang. Ja, und da kommen wir zu ihr, zu Sophia Flösch. Alles Ergebnisse, die es die junge Rennfahrerin bisweilen nicht geschafft hat, einzufahren. Berühmt geworden ist die gebürtige Münchnerin, ja, eigentlich nicht gebürtig, aber eine Münchnerin. Berühmt geworden ist sie durch ihren Horror Crash in Macau im Jahre 2018, 2019 Gesamtsiebte in der Formula Regional EM. Hat sonst allerdings aber, wenn man mal so ein Gesamtfazit sieht, noch nie ein einstelliges Ergebnis in einer internationalen Formelmeisterschaft erreichen können. Und jetzt kommen wir im Endeffekt auch schon zu den vernichtenden Worten von Ralf Schumacher. Er sagt zwar, also sprich, Flörsch sei laut ihm sicherlich die beste Frau, die wir derzeit im deutschen Motorsport haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Allerdings kommt jetzt sein Urteil, denn sein Urteil über Sophia Flörschs Chancen, eines Tages in der Formel 1 zu fahren, was sie ja selber auch als großes Karriereziel angibt, ist aber ja, extrem vernichtend. Denn seiner Einschätzung nach reiche ihr Talent nicht einmal für den professionellen Formelsport. Ja, zumal, wenn man auch mal rein mal auf die Voraussetzungen blickt, sie ist ja offizielle Alpin-Juniorin, sie hätte schon gar nicht die nötigen Punkte für die Superlizenz, die es ja braucht, um überhaupt zugelassen werden zu können in der Königsklasse. Dafür braucht man als Fahrer oder als Fahrerin nämlich 40 Punkte aus den vergangenen 3 Jahren. Und Sophia Flörsch hat bedauerlicherweise aktuell genau 0. Ja, und selbst wenn sie jetzt im nächsten Jahr, im Jahre 2024, die Formel 3 sogar gewinnen würde, würde auch das nicht erreichen, um die Superlizenz zu erreichen bzw. zu bekommen. Das heißt, nicht einmal mit Fokus auf 2025 wäre überhaupt vielmehr eine Möglichkeit für sie gegeben, in die Formel 1 zu kommen.
Aber es gibt ja mit Carrie Schreiner noch eine andere deutsche Rennsportfahrerin. Carrie Schreiner eben, 25 Jahre alt. Und das ist schon auch genau der Knackpunkt. Sie ist nämlich bereits schon 25 und im Formelsport fast schon zu alt, um dann überhaupt noch in die Formel 1 wechseln zu können. In diesem Jahr, im Jahre 2023, ist sie für die F1 Academy an den Start gegangen. Eben da ja junge Frauen am Start sind. 15 Frauen gab es, die darin teilgenommen haben. Und unter den 15 teilnehmenden Frauen legte sie dann am Ende Platz 11. Also auch ein ziemlich maues Ergebnis. Das beste Einzelergebnis gab es für sie bei einem Laufsieg in Zandvoort. Also, so gesehen, müssen wir uns der nackten Wahrheit wohl stellen. Die einzigen realistischen Chancen, deutsche Talente in der Formel 1 in den nächsten Jahren sehen zu können, wären letztlich nur bei Goethe und auch bei Dramnitz gegeben. Und immerhin, die Aufnahme ins Juniorenprogramm von Red Bull hat schon den ein oder anderen Weltmeister hervorgebracht. Sebastian Vettel und Max Verstappen. Was ist eure Meinung zu den Aussagen von Ralf Schumacher? Seid ihr genauso auch, nennen wir es mal, pessimistisch, dass da auf lange Sicht nicht wirklich was nachkommt? Und wenn überhaupt die beiden genannten die einzigen Chancen wären für die nächsten Jahre? Und was haltet ihr eigentlich von Sophia Flörsch und von Carrie Schreiner? Aber gerade bezogen auf Sophia Flörsch, teilt ihr auch die Meinung von Ralf Schumacher, dass ihr Bild in der Öffentlichkeit ein ganz anderes ist, wie was eigentlich der Realität entspräche? Also, dass in der Öffentlichkeit besser dargestellt wird, wie das in Wirklichkeit überhaupt ist? Wie beurteilt ihr Sophia Flörsch, die man ja oft in den Diensten von Sky Deutschland sieht, zuletzt auch wieder, als es ja die Kids-Übertragung gab, ja, bekleidete sie ja auch mit als Co-Kommentatorin. Ja, eure Meinung gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.